Trier feiert seinen wohl berühmtesten Sohn Karl Marx. Zu dessen 200. Geburtstag wird in der rheinland-pfälzischen Universitätsstadt eine Statue des Philosophen enthüllt. Sie ist ein Geschenk Chinas an die Stadt. Um die Marx-Skulptur hat es immer wieder Streit gegeben. So hatte der Schriftstellerverband PEN gefordert, sie nicht aufzustellen, wegen der Menschenrechtslage in China. Die Situation in China hat ja jetzt mit dem Aufstellen dieser Statue erstmal nichts zu tun. Aber es ist eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Ich finde sie absolut angemessen angesichts der Bedeutung von Karl Marx, egal wie man jetzt zu ihm steht. Am Rande der Zeremonie erinnern Demonstranten in Trier an die Opfer kommunistisch regierter Staaten, aber auch Marx-Anhänger zeigen Flagge. Marx' Lehren und seine Kapitalismuskritik gelten als eine ideologische Grundlage des Kommunismus. Chinas Präsident Xi Jinping bezeichnet Marx als größten Denker der Neuzeit. Trier würdigt den Philosophen auch mit einem Bürgerfest und einem umfassenden Jubiläumsprogramm.